Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Pokémon in der Smaragd-Edition. Wir befinden uns hier wieder im Faustauhafen. Ich habe das Team ein bisschen auf Vordermann gebracht. Tatsächlich ist das Level Cap, wenn wir mit Level Cap spielen würden, Level 19. Deswegen habe ich mal das Level von allen ein bisschen angehoben. Zwiebel und Erle wollen wir gleich in der Arena zum Kämpfen einsetzen. Deswegen habe ich die noch auf Level 18 gebracht. Außer weil ich keinen Bock, die auch noch auf Level 19 zu trainieren, bin ich ganz ehrlich. Und, oh, das war der B-Knopf. Und unser neues Teammitglied Eva hat ein paar neue Attacken gelernt. Namentlich Stachelspore und Schlafpuder. Könnten vielleicht ganz nützlich sein. Auf der anderen Seite, Stachelspore sollten wir vielleicht nicht gegen das Makuhita einsetzen von Camillo. Es könnte nämlich eventuell Adrenalin. Da bin ich mir gerade jetzt nicht so sicher. Dann hast du einen erhöhten Angriff. Schlafen ist ja, glaube ich, das Bessere. Dann hier hat sich soweit, glaube ich, nichts getan. Zwiebel hat Megasauger gelernt. Das heißt, einmal Absorber wären wir schon mal los. Gut, aber in die Arena. Es ist dunkel hier drin. Ich sehe nichts. Ich hasse es, wenn ich nichts sehe. Geht's hier überhaupt lang? Na ja, dann haben wir schon mal eine Trainerin gefunden. Und wenn wir die besiegen, dann sehen wir gleich auch ein bisschen mehr. Mediti. Wir sollten Skatscha besiegen. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen, in ein paar Runden das zu besiegen. Das war anders knapp. Also halt vom Mediti müssen wir aufpassen, wenn es Geduld einsetzt. Gut, dass Zwiebel ein bisschen robuster ist. Können wir da gleich unsere Tränke noch reinhauen. Ich gehe jetzt nicht ins Pokémon-Center. Wir haben doch bestimmt noch ein paar Tränke, die wir loswerden wollen da. So, aus den normalen Tränken wachsen wir, glaube ich, langsam raus. So, der eine KP wird uns jetzt nicht umbringen. Hoffentlich. Da geht's nicht weiter. Gibt's. Ja, ein Doppelkampf. Heißt das, der Radius geht dann doppelt so weit weiter, weil halt wir zwei Trainer besiegt haben und nicht ein? Noch ein Mediti. Okay, wir gehen erstmal volle Kanone auf das Mediti. Wir versuchen es zu besiegen, bevor es seine Geduld ersetzen kann. Ja, setz so eine Geduld ein, das schaffst du nicht mehr. Nächste Runde, wenn Erle dich trifft, bist du weg. Na gut, reicht, wenn Zwiebel dich trifft. Das haben wir ja so gut vorgearbeitet. Na, der Silberblick tut ein bisschen weh. So, was passiert uns nicht nochmal? Nur das Marshadow besiegen. Na gut. Ich glaube, das wird sich mal schaffen, uns zu treffen. So wie das seine Runden wasted. Das wastet seine Runden genauso wie wir unsere Megasauger. Die Tackle hat gereicht. Tada! Das sieht doch jetzt gar nicht mal so schlecht. Nein, es ist nur normal weiter. Was für eine Verschwendung. Und das ist die nächste. Ich nehme die Trainer mit Absicht alle mit. Ist mir egal, ob wir da ein bisschen länger dran sitzen. Wir nehmen die Trainer alle mit. Brauchen EP. Okay, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste gegen zum Mediti. So.
Damit sorgen wir erstmal dafür, dass Medita ein bisschen langsamer ist als wir. Und, wenn wir Glück haben, ist es halt noch paralysiert, während es Geduld einsetzt. Wie jetzt zum Beispiel. Oh, wunderbar. Naja, wir haben eh fast kein Megasauger, aber ich muss eh gleich mit Yonagobeere geben. Gut, dass ich ein bisschen angebaut, ein bisschen gefarmt habe. So halt, es hat auch seine Vorteile, wenn man zwischen den Folgen ein bisschen Pause macht. Können wir wenigstens ein paar Beeren pflanzen. Tata. Ja, wir haben genug Yonagobeeren, wir können alle mal verschwenden. Ich meine, verschwendet ist sie ja nicht. Oh, da ist ja schon er. Da sind wir ja schon durch. Da ist aber noch einer. Ganz schön viele Trainer hier, ne? Ein Makuhita. Wie gesagt, Makuhita kann zwei Fähigkeiten. Entweder Speckschicht oder Adrenalin. Deswegen sollten wir davon absehen, es zu paralysieren. Weil halt, wenn es Adrenalin hat, hat es einen erhöhten Angriff, wenn es eine Statusveränderung hat. Was bei Paralyse ja durchaus der Fall ist. Also, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Und ich weiß, wie gesagt, nicht, ob das auch Camillus hat. Das wäre halt doof, wenn Camillus das hat. So. Ich glaube, das war's an Tränen, oder? Ich hatte hier noch irgendwo einer versteckt. Ach, da hat sich noch einer versteckt. Wir wollen sie ja alle mitnehmen. Keiner wird zurückgelassen. Marshallow kann auch Adrenalin. Also greifen wir das einfach nur an. Wird schon gut gehen. Ich meine, ich könnte natürlich auch eben schnell Pokewiki nachgucken, was Camillo hat, ne? Aber da müsste ich erstmal irgendwie an meine Tastatur rankommen. Naja, wir haben das ja gleich. Oh, es hat sogar Adrenalin. Ja gut, dass wir das darüber geredet haben. Jetzt wissen wir mit Sicherheit, es hat Adrenalin. Da war meine Intuition ja richtig. Also wieder beim Ausgang, Eingang. Je nachdem. Gut, ab zu Camillo. Gut, wir starten mit Erle, würde ich sagen. Die Frage ist halt nur, wie kriegen wir voran? Also ich würde gerne noch... Vielleicht sollten wir auf Ziele kämpfen lassen. Ding ist halt, ich würde halt gerne auf das Makuhita nochmal Egelsam abfeuern. Das kann nämlich hier... Protzer. Protzer kann seine Verteidigung und seinen Angriff erhöhen. Könnte also auf Dauer ziemlich gefährlich sein. Vielleicht sollten wir schnell einschläfern. Das könnte auch eine gute Alternative sein. Ich würde es tatsächlich... Ich hätte tatsächlich gerne einen sauberen Wechsel, dass die Efeu schon steht, wenn... Makuhita eingewechselt wird. Das würde aber bedeuten, dass es gegen das Mediti kämpfen muss. Er hat nämlich drei Pokémon. Marshallow, Mediti und Makuhita. Das Mediti setzt nur Fokusschlag ein. Oder Focus Punch. Was halt bedeutet, dass wir es jede Runde angreifen müssen. Wenn wir es nicht angreifen, kann es mit dem Focus Punch zur Runde angreifen. Nehmen wir schnell hier hin. Ich bin Camillo, der Arena-Leiter von Fastow Hafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Höhle stark geworden. Willst du mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht bist. Okay, dann hoffen wir und beten wir, dass alle unsere Pokémon das überleben. Das wird nämlich nicht einfach. Mal gucken, was das Marshallow so auf Lager hat. Das kann auch protzen. Das ist nicht gut. Au. Ich sagte, das ist nicht gut.
Gibt er jetzt einen Trank? Ich hoffe, er gibt jetzt einen Trank. Naja, das Marshallow haben wir besiegt. Absorber sei Dank. Jetzt kommt der einfache Part. Das Positive, bei diesem Mediti können wir uns wieder hochheilen. Wir müssen es halt die ganze Zeit angreifen. Und solange wir es angreifen, verliert es halt immer wieder seinen Fokus. Das ist halt der Nachteil bei Focus Punch. Ist eine unglaublich starke Attacke, aber wenn man gestört wird, kann man es nicht einsetzen. Und das ist halt genau unser Ding. Wir haben keinen mehr mit Heuler, ne? Heuler wäre halt auch noch eine Möglichkeit gewesen, um dem Protzer ein bisschen entgegenzuwerfen, dass man es einfach ein bisschen voll jault, dass wir zumindest den Angriff runterkriegen. Nein, keins unserer Pokémon kann Heuler. Ich meine, Lotus hätte mal Heuler gekonnt. Aber ich glaube, das haben wir schon vergessen lassen. Aber gut, er haut bei Mediti gerade seine ganzen Supertränke drauf. Das heißt, wir haben dann bei Makuhita weniger Probleme damit. Das ist natürlich extrem gut für uns. Mal davon abgesehen, dass ich alle noch weiter hochheilen kann. Tom ist fast schon wieder voll geheilt. Das kostet uns zwar ganz schön Absorber, aber was soll's. Können wir auch mit der Schneider angreifen. Hauptsache, wir treffen. So. Okay, Makuhita. Makuhita könnte eine kleine Herausforderung werden. Wie gesagt, dank seinem Protzer kann sich den Angriff hochboosten. Wir setzen erstmal Zwiebeln ein, schmeißen Egelsand drauf und dann gehen wir auf Efeu rüber. Das ist nicht gut. Naja, und wir dürfen Zwiebel halt nicht lange drin lassen. Wenn wir Zwiebel halt drin behalten und er angreift und sich mit Spurenwelt eine Statusveränderung abholt, könnte das ganz schön wehtun für uns. Okay, Efeu. Langsam macht dieses Makuhita mir Angst. Zeit, ein Schlafpuder drauf zu hauen. Also, wenn dieses Makuhita angreift, wird das sehr, sehr wehtun. Auch wenn Efeu den Gifttyp hat. Hoffen wir, dass es eine Weile pennt. Beere. Ey, wie es einfach schon eine Zitrobeere hat, ne? Nächste Runde müsste es aufwachen. Ich glaube, 7 Runden schläft man maximal. So halt ohne die Beere wäre es halt schon legit besiegt. Ha, ich hatte recht. Au. Oh, das tut ganz schön weh. Nein, das ging daneben. Das wäre toll gewesen, wenn das getroffen wird. Aber wir dürfen ja einen Trank geben. Er hat ja auch eingegeben. Also halt, ne? Es ist durchaus gerecht, wenn ich das hier auch eingeben.
So, solange er jetzt keinen Volltreffer macht, sind wir safe. Oh, er gibt einen Supertrank. Na, klasse. Geht das Spiel wieder von vorne los. Sag mal, er gibt 3 Supertränke. Was ist das denn für ein Ordenkampf? Schon wieder nicht getroffen. Shit. So halt, ich möchte festhalten, dass das hier der 2. Ordenkampf ist und er hier einfach mit einer Zitrusbeere um die Ecke kommt, die der Spieler selbst zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal erhalten kann. Mal davon abgesehen, dass er 3 Supertränke gibt. 3. Die meisten geben 2. Das ist halt einfach mega unfair. Wir sollten einmal Lockduft einsetzen. Lockduft sorgt dafür, dass sein Fluchtwert sinkt. Das bedeutet, wir treffen leichter. Damit sorgen wir dafür, dass unser Schlafpuder jetzt gleich trifft. So. Dann haben wir nicht mehr das Problem, dass unser Schlafpuder mal daneben gehen kann. In so einer kritischen Situation. So, wir müssten eigentlich einen Überwurf überstehen, selbst wenn es jetzt aufgewacht wäre. Das dürfte es eigentlich auch gewesen sein. So. Das war ein ganz schönes Tauziehen. Ohne Efeu hätten wir das nicht geschafft. Und natürlich um die Edelsamen. Hui, hui, du hast eine größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absaufen lassen. Okay, du hast mich erwischt. Nimm den Orden dieser Arena. So wie er redet, könnte er auch ein Wasser-Arena-Leiter sein. Und damit haben wir uns den Knöchelorden verdient. Dank des Knöchelordens werden dir alle Pokémon bis Level 30 gehorchen. Auch die, die du per Tausch erhalten hast. Und du kannst sie vor einem Blitz auch außerhalb eines Kampfes anwenden. Wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. Das ist übrigens Protzer. Die TM8 enthält Protzer, sag ich doch. Diese Attacke hebt den Status des Angriffs und der Verteidigung. Also halt, wie gesagt, dafür, dass das die 2. Arena ist, ist die halt schon ziemlich knackig, weil man hier so begrenzte Möglichkeiten hat. Wir können halt echt von Glück sagen, dass Mirapla gerade in dem Gras noch drin ist, was man auf der Route dann noch so kriegen kann. So halt, ein paar Meter weiter geht's nämlich schon nicht weiter. Da muss man, glaube ich, erst die Waren für abgeben, dass man nach Malbenfroh kann. Bin mir nicht sicher. Kann natürlich auch sein, dass man erstmal den Orden holen muss. Also, puh! Das war eine ganz schöne Geburt. Was hast du denn für eine Verteidigung? 27. Das geht eigentlich noch. Ist besser als... Es ist die zweithöchste Verteidigung. Ich muss sagen, Efeu war halt echt der MVP in diesem Kampf. Ohne den Schlafpuder oder Schlafpuder hätten wir es nicht geschafft. So, jetzt können wir endlich... offiziell nach Gryffindor City fahren. Wir sind fertig mit der Insel. Ding ist, Efeu wird auf Ewigkeit wahrscheinlich unsere Antwort auf Kampf-Pokémon sein. Wir kriegen zwar noch einen Tropius, das hat einen Flugtyp. Allerdings haben die meisten Kampf-Pokémon noch Gesteinsattacken. Da muss man ja schon fast fest von ausgehen. Ich meine, gut, mit dem Tropius hätten wir ihn jetzt fertig gemacht, davon mal abgesehen. Junge, Junge. Oh Gott, ein Winkel. Mayday, Mayday. Flug-Pokémon gesichtet. Ich meine, gut, Winkle ist noch eines der schwächeren Flug-Pokémon. Es ist tatsächlich ein besseres Wasser-Pokémon als ein Flug-Pokémon. Und wenn ihr euch jetzt fragt, woran das liegt, Winkle hat einen schlechten Angriff. Und, naja... Flugattacken sind in der 3. Gen weiterhin physisch. Das bedeutet, selbst wenn es damit angreifen kann, macht es wenig Schaden.
Es wird echt Zeit, dass Erleblatt kennengelernt. Noch 8 Level. Das sind ziemlich viele Level, wenn ihr mich fragt. Toll, hat nicht mal für ein Level abgereicht. Gott, Alter, ich bin so froh, dass wir den Arena-Kampf ohne Verluste erledigt haben. Achso, hier in die Beine bin ich aus Versehen reingelaufen, als ich auf dem Rückweg war. Da haben wir gegen den Matrosenkäpt'n unter dem Schirm, da ist noch eine Planscherin. Die hatten einen Meryl und einen Wingle. Das ist halt voll schade, dass wir also an sich nicht mal Zickzacks Mitnahmefähigkeit abusen können. Halt so rein theoretisch hätte ich das schon machen können, wir dürfen es halt nur nicht einsetzen. Gegen Fangen sagt ja keiner was. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück und hole einen Zickzacks. Wobei halt, das wäre halt mega praktisch, wenn wir einen Zickzack so nebenbei hätten. Wir können halt erst nach dem, ich glaube, nach dem 4. Orden erst ein 5. Pokémon ins Team nehmen. Bis dahin können wir mit Zickzacks noch rumlaufen, das ist es. Wir fahren zurück nach in die Anfangsregion. Wir holen uns eben kurz einen Zickzacks. Die gibt's ja nur am Anfang. Wie gesagt, wir müssen es ja nicht einsetzen. Es reicht ja, wenn wir es fangen. Der 5. Spot wird ja frei bleiben. Und halt, wenn wir Zickzacks einsetzen, sind alle anderen besiegt, dann sind wir eh gewiped. So halt, solange wir es nicht einsetzen, ist das ja kein Problem. Ich meine, hätte ich schon eher machen sollen. Dann hätte Erle nicht mit Zerschneider durch die Gegend laufen müssen, aber an sich ist Zerschneider ja noch eine gute Attacke für unsere Verhältnisse. Lass mich doch einfach am Strand raus! Schleppt er mich sogar noch hier in die Bude rein. Okay, wo gibt's denn das Smaragd-Edition Zickzack? Da ist Zickzacks. Okay, gleich neben Blütenburg auf der Route. Aber wir können auch unten lang gehen. Dann gehen wir uns mal einen Zickzacks organisieren, wa? Ach, ein Loturzel, wisst ihr noch, als wir unseres gefangen haben? Das war auf dieser Route. Zwar nicht in dem Gras, aber auf der Route. Hier gibt es ganz schön viele Pokémon in der Smaragd-Edition, wenn man drüber nachdenkt, ne? Hier gibt's Zickzacks, hier gibt's Trassler, hier gibt's Loturzel. Hier gibt's Samurzel, hier gibt's Pfiffchen, hier gibt's Wampel, hier gibt's ganz schön viel. Dafür, dass das so eine Standardroute ist und vor allen Dingen so am Anfang, gibt's hier ganz schön viel. Ich glaube, ich gehe noch eine Route weiter zurück. Ja? Oh, hallo Sefi, hier ist Felicia aus Metaross. Camillo hat mir erzählt, dass du die Trainer mit atemberaubender Geschwindigkeit aussuchst und besiegst. Ich denke aber nicht, dass ich gegen dich verlieren werde. Ich werde meine Arena wieder aufbauen. Da steht deine Herausforderung nichts mehr im Weg. Du bist doch bestimmt genauso ungeduldig wie ich, nicht wahr? Na, dann haben wir immerhin Felicia eingetragen. Ich dachte gerade für eine Sekunde, sie will schon ein Rematch. Das hat mich halt so arg gewundert. Ich glaube, die Arena-Leiter-Rematches gehen halt erst nach den Top 4. Na, das Zickzack ist auf Level 2, aber für unsere Zwecke wird es reichen. Das könnte sogar schon im Pokéball einfach drin bleiben. Never mind. Nehmen wir den Superball. Ist kein Ding. Wir können eh keine anderen Pokémon fangen. Das nächste Pokémon, das wir fangen könnten, müsste Tuska sein. Und das gibt's erst nach dem 4. Norden. Zickzacks, das Kleindachs-Pokémon. Zickzacks sucht ständig mit der Nase auf dem Boden nach etwas. Man erkennt es an den Fußspuren, die im Zickzackmuster, die es im Zickzackmuster hinterlässt. Ich nenne dich Nase. Weil es unsere Nase ist. Eigentlich hätte ich ihm nicht mal einen Spitznamen geben müssen, aber was soll's. Schauen wir uns kurz das Zickzacks an, nur weil wir es können. Es ist hitzig.
Tentakel und Heule und bis die besondere Fähigkeit Mitnahme. Der einzige Grund, warum ich es im Team haben will. Mitnahme sorgt nämlich dafür, dass Zigzags ab und an mal ein Item aufliest. Ab der Smaragd-Edition ist es tatsächlich so, dass das Level abhängig ist und halt immer so in 10er-Schritten sich verbessert. Halt auf Level 10 findet es dann halt, oder auf Level 11 findet es halt ein besseres Item als auf Level 2. Und das war in Ruby und Saphir halt noch nicht so. Aber so halt, nice to have ist es allemal. Vor allen Dingen halt auf den höheren Tableen sind da halt echt gute Sachen mit bei. Sowas wie ein Kingstein oder noch eine Erdbeben-TM. Gut, die Wahrscheinlichkeit, dass wir das nutzen können, um noch eine Erdbeben-TM aufzutreiben, ist sehr gering. So halt, wir müssen uns erstmal auf das passende Level trainieren. Und dann müssen wir Glück haben. Und naja, wie gesagt, ich sehe uns ja nicht. So, ich meine, gut, vielleicht trainiere ich es im Off ein bisschen, dass wir es auf Level 10 oder 20 haben, dass wir bessere Items kriegen. So halt, im Off sind ja nur Kämpfe gegen wilde Pokémon. Das ist ja so ziemlich egal, ob ich es da einsetze oder nicht. Hauptsache ist halt, wir setzen es fürs Vorankommen der Story oder halt gegen Trainer nicht ein. Gegen wen haben wir gekämpft? Gegen die beiden auch. Ab ins Haus. Hier können wir uns nämlich Sprudel erkämpfen. Ich dachte früher auf dem Gameboy immer, dass das Kind da in der Ecke in den Mülleimer ist. Ich habe mich immer gefragt, wo der letzte Trainer ist. Ich war noch ein Kind. Lasst mich. Ich weiß gar nicht, wie alt war ich, als die Rubin-Saphir-Edition rauskam. Die ist 2003 rausgekommen oder ist sie 2002 rausgekommen? Da war ich 12? Ich glaube, da müsste ich zu 12 gewesen sein. Ja, ich habe sehr früh angefangen. Lasst mich. Und ja, lasst mich auch, ich bin alt. Aber dafür volle Erfahrung. Ich habe schon Pokémon gespielt, da waren einige von euch wahrscheinlich noch nicht mal geboren. Ich finde das immer so witzig, wenn dann Leute so einen Kommentar oder so schreien, so, ja, Pokémon X war meine erste Edition. Und ich mir so denke, Junge, du hast ganz schön was verpasst. Also, ja, ich habe mit der 4. Generation angefangen. So, das sind dann so die Leute, die jetzt so in ihren 20ern sind. So, ja, das war meine erste Edition, damals war ich 6. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber so halt zeitlich, ne? Aber so halt, das ist jetzt auch so, ja, ich habe mit 6 angefangen mit Pokémon Diamant. Das war voll, das ist voll der Nostalgie-Flash für mich, wenn ich die Remakes spiele. Ich bin so, Alter, du hast mit Gen 4 erst angefangen? Get on my level! Wobei das halt echt witzig ist, wenn man solchen Leuten dann erzählt hat, was Pokémon damals für ein Hype war und wie das damals so durch die Medien ging, weil man sowas hier in Deutschland noch nicht erlebt hat. Das ist halt echt witzig. Oh, es war wie ein Schnabel. So halt, man selbst hat das so damals ganz selbstverständlich miterlebt und halt heutzutage ist das halt normal, ne? Aber so früher war es halt nicht so normal. So, ich meine, mittlerweile sind wahrscheinlich auf den meisten Pausenhöfen Trading Cards verboten. Also so war das halt irgendwann bei uns, dass dann Trading Cards verboten worden sind. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile wieder aufgehoben worden ist, weil der Hype weggegangen ist. Aber halt, so, wir durften keine Karten mehr mit zur Schule nehmen, weil nicht so viel geklaut wurde. Was eigentlich ziemlich krass ist, wenn man so bedenkt, dass sich die Kinder untereinander die Karten wegnehmen. So, was da für eine kriminelle Energie drin ist. Ich finde nur, dass es irgendwie so eine Trading-Card-Mafia auf dem Pausenhof gibt. Oh, Tentara. Wir gehen mit zur Schneider. Und treffen dich. Klasse. Ja, Giftstachel. Natürlich treffen wir zweimal mit zur Schneider nicht. Warum denn auch? Zur Schneider hat eine Treffgenauigkeit von 95, by the way.
Naja, die Kapi können wir uns gleich gegen das Macholo hier zurückholen. So, jetzt sieht es doch schon wieder viel besser aus, als wenn nichts passiert wäre auch. Also der Fußkick war ziemlich süß im Vergleich zu denen, die wir da gegen Camillo einstecken mussten. Waren da schon alle? Waren hier nicht mal mehr? Ha. Du bist brandheiß, die Kämpfe glühen geradezu. Ich bin mehr als zufrieden. Was witzig ist, wenn wir Pflanzen-Pokémon einsetzen, die sind schwach gegen Feuer. Du hast deine Fertigkeit bewiesen, zum Dank schenke ich dir etwas. Es sind 6 Flaschen Sprudel. Tatsächlich ist Sprudel für unsere Verhältnisse gerade ziemlich gut. So ein Sprudel füllt nämlich 60 KP wieder auf. Das ist so, als hätten wir gerade 6 Supertränke geschenkt gekriegt, die ein bisschen besser sind. Ein Sprudel füllt 60 auf, Supertrank füllt 50 auf. So, wir haben gerade 6 bessere Supertränke gekriegt. Man könnte glatt meinen, wir haben 6 super Tränke gekriegt. Erstmal ins Pokémon Center gehen. Müssen uns mal kurz heilen. Wir haben ja so viel eingesteckt. Ich wollte gerade sagen, hey, wo kommt denn der 6. Pokéball her? Wir haben doch nur 5 Pokémon, das ist ja das Zickzacks. So, wir werden an der Stelle aber eine Pause machen. Beim nächsten Mal erkunden wir Gravypod City nämlich noch ein bisschen. Da gibt es nämlich noch ein bisschen was zu sehen und dann steht auch schon der nächste Kampf gegen Team Aqua an. Das dürfte ein bisschen einfacher werden, wenn man bedenkt, wie viele Wasser-Pokémon wir vernichten können mit unserem Team. Und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und bis dahin verabschiede ich mich wie immer mit einem Ciao.